Herzlich willkommen bei unserem neuen Schon gewusst Video. Wir wollen Ihnen heute drei Themen vorstellen. Wir wollen Ihnen einmal zeigen neue kleine Funktionen rund um Teams, was so alles an kleinen neuen Funktionen in Teams eben von Microsoft integriert wurde, um die Arbeit für Sie noch einfacher zu machen. Wir wollen Ihnen einen kurzen Ausblick geben über eine kleine Referenz, die wir gerade live gestellt haben und die Sie auf unserer Webseite auch finden können. Und zum anderen wollen wir uns über die Outlook-Signaturen nochmal kurz Gedanken machen, weil dort auch in der Funktionalität sich eine Menge getan hat und wir auch eine neue Drittanbieterlösung gefunden haben, die die Abarbeitung von Signaturen für die Mitarbeiter noch einfacher machen kann. Kommen wir zum Thema Teams. Auch hier hat sich in den letzten Wochen wieder einiges getan und es stehen neue Funktionen für Sie zur Verfügung. Diese möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Wenn Sie Outlook-Mails erhalten, ist es möglich, diese Anhänge, falls sie vorhanden sind, in den Mails direkt aus Outlook heraus in ein Team oder einen Chat per Drag and Drop zu überführen. Damit sparen Sie sich eben jetzt Zeit und können direkt aus Ihren Mails die Anhänge, Bilder, Dokumente etc. in den Besprechungschat einfügen und somit deutlich Zeit sparen und effektiver arbeiten. Ein spannendes Feature, welches uns Teams zur Verfügung stellt, ist, wenn wir hier in einem Kanal sind und in den Dateien, ist es eine Datei, die wir häufig brauchen, oben anzuhängen. Zum Beispiel nutzen wir gerade dieses Dokument sehr häufig, gehen hier auf die drei Punkte und können jetzt über die Menüleiste hier zu oben anheften gehen. Und dieses Dokument steht eben jetzt allen Kollegen und Mitarbeitern schnell zur Verfügung und kann somit schneller gefunden werden. Sollte ich mich dazu entscheiden, hier diese Datei kann wieder nach unten rutschen, gehen wir hier über Rechtsklick und sagen hier Anheftung bearbeiten, lösen und dieses Dokument wird eben jetzt von oben wieder gelöst. Die Hintergrundeffekte, die wir aus unseren Teams-Meetings kennen, sind nun auch auf dem Smartphone verfügbar. Sprich, wenn Sie eben unterwegs sind und wollen ein Meeting beitreten, können Sie auch hier Hintergrundeffekte verwenden. In dem Fall öffnen wir einfach mal eine Besprechung und bevor wir die Besprechung starten, gibt es hier oben links in der Ecke Hintergrundeffekte. Und hier können wir jetzt frei wählen, ob wir ein Bild aus der Teams-Bibliothek nutzen, ob wir die Weichzeichnungsfunktion nutzen oder ob wir eben hier über das Plus uns ein firmeninternes Hintergrundbild zur Verfügung stellen und damit ganz CI-konform eben unsere Besprechung abhalten können. Sie können dann eben auch hier, wie Sie sehen, über das X in der rechten oberen Ecke können Sie das Bild auch löschen und sind somit eben frei und können wieder ein anderes Bild wählen oder eben ganz wie Sie wollen Ihre Meetings gestalten. Probieren Sie das Ganze einfach mal aus. Wenn Sie Fragen zu den Funktionen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir beraten Sie gern. Kommen wir zu dem Thema unserer Endteam-Referenzen. Wir haben wieder eine neue Referenz bereitstellen können, auf die ich sehr stolz bin, weil die einfach auch zeigt, wie schnell wir mit der Power-Plattform Lösungen in Kundensituationen erstellen können. Es geht darum, ein Kunde hat die Idee gehabt zu sagen, wir haben Vertriebsmitarbeiter, die eben regelmäßig natürlich beim Schnelltest testen müssen, ob sie jetzt Corona-infiziert sind oder nicht. Dementsprechend, da die auch im Homeoffice sind, ist natürlich die Frage, wie kommen die Mitarbeiter an die Schnelltests ran? Und dementsprechend haben wir hier eine kleine Lösung gebaut, Power-Plattform basiert, mit der wir einfach die Möglichkeit geschaffen haben, dass Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen für sich Schnelltests bestellen können über die Firma, die dann eben über die Firma eben bestellt und an den Mitarbeiter ausgeliefert oder verschickt werden, besser gesagt. Sodass also hier einfach die Sicherstellung da ist, dass die Mitarbeiter immer genügend Tests in der entsprechenden rechtlichen Anforderungen zur Verfügung haben, so sich testen können, wenn sie eben in Kundensituationen kommen, um hier einfach sicheres Auftreten zu haben und dementsprechend die Funktionalität zu nutzen, eben getestet zu sein.
glaube, mit einem Zyklus von ein paar Wochen sind wir von der Idee des Projektes hingekommen zur wirklichen Realisierung und die Anforderungen und die Nutzung der Lösung im Hintergrund über das Intranet publiziert, hat enormen Zugriff gehabt, hat einen Zugriff gehabt von mehreren tausend Anwendern in den ersten Tagen gleich und die Akzeptanz davon war sensationell im Intranet und macht uns stolz, wenn natürlich solch eine Lösung bei unserem Kunden gut ankommt und auch wirklich genutzt wird und die Akzeptanz der Anwender da ist. Gucken Sie sich das kurz an. Vielleicht bringt Sie das auf eine Idee, wie Sie auch die Power-Plattform nutzen könnten, sei es jetzt für Schnelltests auch, um sowas eben selbst zu nutzen, aber vielleicht auch für andere Dinge, wo Sie merken, da gibt es kurze, schnelle Anforderungen, die Sie adäquat in einer gewissen Zeit umsetzen wollen, um darüber eben einen Mehrwert für Ihre Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen schaffen zu können. Wir würden uns freuen, wenn das für Sie ein Ansatz ist, eine Ideengebung ist, um zu sagen, okay, hier haben wir auch eine Möglichkeit, schnell zu reagieren, um dementsprechend vielleicht auch gemeinsam dieses Projekt realisieren zu können. Wir würden uns freuen. Kommen wir zu dem Thema Outlook-Signaturen. Dieses Thema ist nicht neu, das ist ewig schon da. Man, wenn man eine Mail schreibt, will man halt eine automatische Signatur an die Mail entsprechend anhängen. Bisher war es immer so, dass die Outlook-Signaturen eben am Client gespeichert waren. Ich konnte mit mehreren Signaturen arbeiten und konnte in der Form auch, wenn ich jetzt mehrere habe, auswählen, welche Signatur an welche Mail angehangen werden will. Allerdings war diese Signatur immer an dem Rechner gebunden. Also von der Seite habe ich jetzt einen neuen Rechner, habe ich von woanders gearbeitet, dann standen die Signaturen nicht zur Verfügung. Jetzt hat Microsoft dort reagiert und hat zum einen eben realisiert, dass man eben auch serverseitige Signaturen realisieren kann, was natürlich gerade für mobile Clients sehr, sehr interessant ist, dass ich auch dort meine Signaturen nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es Drittanbieterlösungen. Wir haben gerade eine neue Lösung kennengelernt, die ich eben heute auch nochmal vorstellen möchte, die eben auch wirklich serverseitig funktioniert und die viele neue Möglichkeiten hat, auch für mobile Clients, für Web-Clients und für Outlook-Clients, um die Signaturen eben zu automatisieren und einen Standard für das Unternehmen einzubringen. Gut, kommen wir jetzt zu dem Thema, wie es mit den Signaturen in Outlook funktioniert. Wir haben hier eine klassische offene Mail-Vorlage, mit der ich eine Mail schreiben kann und ich kann hier natürlich, was man ja schon bisher kennt, einfach auf die Signatur gehen und dementsprechend kann ich mir auswählen, welche Signaturen ich zur Verfügung habe. Ich habe bei mir jetzt eingetragen, dass wir eine leere Vorlage haben, aber eben auch die klassische Entim-Signatur. Was jetzt das Neue wird mit Office 365 und der Outlook-Funktionalität ist, dass nicht mehr wie bisher diese Signatur wirklich am Client gespeichert wird, sondern dass ich jedem Konto, wie man es gerade gesehen hat in der Funktionalität, in der Verwaltung der Signaturen, dass ich sagen kann, ich habe eine entsprechende Signatur und ich ordne diese Signatur einem Konto zu. Durch die Zuordnung des Kontos und dadurch, dass Outlook im Hintergrund nun diese Information nicht mehr wie bisher in einer Datei lokal auf dem Rechner ablegt, sondern wirklich speichert innerhalb des E-Mail-Profils des Anwenders in dem Exchange-System im Hintergrund, habe ich die Möglichkeit, jetzt automatisch diese zugeordnete Signatur in jedem meinem Outlook zu verwenden. Also das heißt, sowohl auf meinem Outlook auf dem PC, wie auch natürlich auf meinem Mac, wie vielleicht auch auf meinem Tablet, aber genauso auf meinem mobilen Gerät. Und damit habe ich nicht mehr die Problematik, dass ich jede Signatur auf jedem Gerät in der Form nochmal selbst pflegen muss oder anwenden muss oder kopieren muss, um dementsprechend auch sicherzustellen, auf den anderen Geräten etwas zu haben, sondern ich habe jetzt wirklich eine eindeutige Signatur, mit der ich in der Lage bin, von jedem meiner Geräte mit der Signatur eine Mail zu schreiben. Und natürlich je nachdem, wie ich die Regel definiert habe, ob bei jeder Mail die Signatur angehangen wird oder vielleicht, wie man es hier sieht, nur bei jeder neuen Mail eben diese Signatur als solches angehängt wird. Ich denke, das ist ein Riesenschritt nach vorne für die Signatur. Ich sag mal, der klassische, ein kleiner Schritt für Microsoft, ein großer für die Menschheit. Dementsprechend, dass man hier sagen kann, das ist eine Funktionalität, die ja immer wieder eben auch gerade durch einen neuen Wechsel des PCs und die Signaturen waren weg oder in der Form, dass man gerade ja heutzutage auch gerade mobil viel macht, dass ich die Signaturen als solches in der Form nutzen kann und verwenden kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eine sehr, sehr schöne Funktion, die Microsoft jetzt in Outlook eingeführt hat, wobei zu beachten ist, das gilt natürlich nur für Outlook Microsoft 365. Dementsprechend muss ich hier also die neuesten Versionen von Outlook betreiben und habe dann auch für dich die Möglichkeit, mit dem Exchange Online Profil hier eben die zentralen Signaturen als solches zu verwenden. Mit älteren Versionen wie Outlook 2016 und so weiter wird diese Funktionalität so trotzdem nicht zur Verfügung stehen. Abschließend stellt sich die Frage, ist das jetzt die allseitig glücklich machende Lösung oder bleibt der Markt für verschiedene Drittanbieterlösungen immer noch bestehen? Ich denke, das ist auf jeden Fall der Fall, dass man hier natürlich sich überlegen muss, welche Funktionen für den jeweiligen Anwender die richtigen sind. Ich habe hier mal ein Beispiel aufgemacht aus einem unserer aktuellen Projekte, wo wir Core2 verwenden, eine Lösung, die sehr neu ist, aber die
sehr elegant ist, weil sie auch keinen Client benötigt, sondern wirklich webbasiert im Outlook funktioniert, sowohl im Outlook Client wie auch im Outlook Browser, um dementsprechend hier auch Signaturen auszuwählen. Ich denke, da sind viele, viele Funktionen, die natürlich mit der zentralen Signatur durch Outlook nicht erfüllt sind. Wir haben hier zum Beispiel gerade in solch einer Lösung die Möglichkeit, Felder aus dem Active Directory anzureichern, dass man also auch wirklich dynamische eben in der Form Signaturen machen kann. Ich kann ja auch ein Regelwerk im Hintergrund hinterlegen, mit dem ich definieren kann, an welche Kunden welche Signaturen rausgehen oder ob interne E-Mails eben in der Form Signaturen rausgehen. Also von der Seite glaube ich, Microsoft hat damit ein sehr abgerundetes Möglichkeit, dass ich einfach meine Signatur sehr gut verwalten kann. Wenn ich aber natürlich doch noch weitergehen möchte mit einer gewissen Logik, dass ich sage, nicht jede Mail soll es bekommen oder ich möchte hier eben auch standardisieren die Signaturen für mein Unternehmen, dann glaube ich, wird eine serverseitige Lösung, wie hier zum Beispiel Code2 oder im einfachsten Fall durch den Transportriegel auf dem Exchange-Server natürlich auch helfen und die Standard-Outlook-Signatur in der Form ablösen. Also von der Seite, der Markt für die Drittanbieter bleibt bestehen. Es ist, glaube ich, eine schöne Abrundung durch die zentrale Outlook-Signatur, aber es ist nicht die Lösung, die jetzt wirklich alle Drittanbieter-Tools als solches eben erübrigt. Und wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie vielleicht auch mal eine Demo wollen, die Diskussion mit uns führen wollen darüber, ob eben die Outlook-Signaturen, wie man sie am besten für ein Unternehmen realisiert, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihre Feedback und stehen gerne für Fragen und Antworten Ihnen zur Verfügung. Bis dann. Ich hoffe, damit konnte ich Ihnen einen kleinen neuen Überblick geben, wie ich mit Signaturen im Unternehmen heutzutage modern umgehen kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie vielleicht auch Ideen haben, was Sie da noch brauchen oder wo wir Sie unterstützen können, eine der Lösungen für Sie neu einzuführen, dann kommen Sie auf uns zu. Wir würden uns freuen, mit Ihnen gemeinsam dort die nächsten Schritte zu machen. Damit kommen wir zum Ende. Wir hoffen, das Video hat Ihnen gefallen und würden uns freuen, wenn Sie in den nächsten Monaten die Videos wieder nutzen. Wenn Sie Ideen, Vorschläge oder Wünsche haben, wenden Sie sich an uns. Wir würden uns freuen, wenn wir auch von Ihren Ideen her dieses Video eben bereichern könnten und würden uns auch freuen, wenn Sie die Abonnement-Funktion nutzen, um in der Form zu signalisieren, dass Sie hier auch regelmäßig gerne wiederkommen. Vielen Dank.